Nachdem die Welle-für-Welle-Taktik der Allianz bisher keine Erfolge gebracht hatte, hatte ein strategisches Genie sich entschlossen, einen zweiten Eingang nach unten zu öffnen, um dort Einheiten, nun ja, Welle für Welle, in den Dungeon zu schicken. Na super. Haben wir noch mehr hier, die kämpfen können? Jungs? Die Kreaturen des unaufhaltsamen Bösen arbeiteten weiter daran, das Artefakt mit Magie zu füllen. Ach scheiße, da kommen ja auch Kreaturen. Oh. Schnell, 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 schnell. Mach den kaputt, hau den kaputt. Müsst sie kaputt hauen. Das Artefakt wird angegriffen. Na, die kriegen das aber hin hier unten. Jo, die kriegen das hin. Supi. Alles klar. So, das hätten wir. Wir brauchen eigentlich keine Krankenstation, weil wir die Nagas hier haben. Wir bräuchten eigentlich viel eher noch mehr Fallen. Aber wir haben halt keinen Goblin mehr, das ist das Problem. Ach, da unten sind schon wieder welche. Oh, der Naga ist gleich tot. Er soll nicht sterben. So, jetzt aber. Was ist los da? Was ist das für ein Auge hier rechts? Springe zum Ereignis. Was ist denn da? Ja, wir sollen den Zauber machen, weiß ich. Ich habe gerade mal die Tooltips gelesen, schnell. Bildet die Horde. Panischer Rückzug. Das sollen wir machen. Alle eure Einheiten, die sich im Wirkungsbereich des Zaubers finden, werden sofort vor euren Thronsaal teleportiert. Okay. Ja, aber... Wir sind in den Dungeon eingedrungen. Aber... Würde ich ja machen. Also würde ich wirklich machen. Aber wie geht denn das bitte? Das Artefakt barst nahezu vor Energie. Es war nun bereit, dem ultimativen Bösen bei der Eroberung des Tempels zur Seite zu stehen und produzierte eigenständig Mana. Zudem erlaubte es dem ultimativen Bösen einen Zugriff auf einige weitere Zauber. Nun war es an der Zeit, den Tempel zu erobern und Kratos zu vernichten. Das ultimative Böse zog seine Truppen zusammen, um sie in einer gemeinsamen verheerenden Welle angreifen zu lassen. Ja, möchte ich ja, aber ich möchte erstmal den Zauberspruch machen. Mana, wir haben in eurem Dungeon genug. Da kommen echt ohne Ende. Kommen hier weitere Einheiten. Ich frage mich wirklich, wie ich den Zauber hier anwenden kann. Ich habe keine Ahnung. Heilung, angreifen, wahre Sicht. Träumender Blick. Tja. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier anwenden soll, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt die hier unten können, zum Beispiel. Na komm, machen kaputt. Ich weiß gar nicht, ob die das jetzt hier zum Beispiel machen kann. Oh. Ach, ich glaube, wir müssen einfach in der Nähe sein. Ja, okay, okay, okay. Ja, holt euch noch was zum Zahlen. Na los, macht schon und dann gehen wir hoch. Ich verstehe so langsam. Die eine Einheit von uns muss in der Nähe sein, nicht wahr? Im Wirkungsbereich des Zaubers befinden werden sofort noch einen Thronsaal teleportiert. Pff. Naja, was soll es? So, der wird jetzt erstmal geheilt hier, der Bärenschreck.
Zack. Zack. Und auf geht's. Ich weiß nicht, wie viele wir mitnehmen können. Es müssen ja noch ein paar, müssen ja auch noch verteidigen eventuell. Also wär ganz nett. Die nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Okay, damit wir uns richtig verstehen. Du sollst endlich Krötos angreifen und fertig machen. Ja, mach ich doch jetzt. War das denn alle Krieger jetzt hier? Nee, das ist doch auch noch Oknurak hier. So, das muss jetzt erstmal reichen. Mit denen gehen wir jetzt hoch. Ich hoffe. Ich hoffe, hoffe, hoffe. Dass wir unten uns noch verteidigt kriegen irgendwie. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, das ist genau das Problem, was ich befürchtet hatte. Ja, und jetzt? Erforscht die Armeeführung. Boah, 4 Stück sind hier. Haben wir denn noch Kämpfer da? Wir haben keinen einzigen Kämpfer mehr hier unten. Ach, das gibt's doch nicht. So ein Mist. Wir müssen leider wieder runter und verteidigen. Aber alle, ne? Ja. Der Thronsaal wird angegriffen. Ja, wir kommen. Wir sind unterwegs. Und ich hoffe, dass der Zauber hier schnell geht. Das dauert ein bisschen, ehe das erforscht ist. Wir müssen uns ein bisschen gedulden. So lange müssen wir verteidigen. Holt alles aus euch raus. Los. Oh. Nicht sterben. Das sind halt Fernkämpfer. Die halten halt nichts aus, diese Nagas. Aber ich habe einfach perfekt reagiert. So, das regt mich auf, dass wir keinen Goblin mehr haben, ne? Das ist wirklich ganz bitter. Wir brauchen ein größeres Bevölkerungslimit. Oh, sorry. Das dauert aber noch ein bisschen. Es war jetzt an der Zeit, gegen Krötos zu kämpfen. Nach einer langen Pause stellte das unsagbare Böse seine Armee auf und zog gegen ihn in die Schlacht. Sicherlich, wir gehen mal mit den 4 da hoch. Mit Pantessa unter anderem. Oh, was macht denn Zurkok da? Zurkok? Alles gut? Der muss uns mal verteidigen hier unten, leider. Ach du Scheiße, hier kommen ja schon welche. Das kriegen wir hin. Kein Problem. Ah, wir haben ein größeres Bevölkerungslimit. Sehr geil. Sehr gut. Endlich. Wir können einen Goblin anheuern. Ja! Mach ich aber erstmal nicht. Obwohl doch, wir haben genug Gold. Ja, der Goblin kann endlich wieder. Yes. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Jojojo, das ist kein Problem. Also ich würde gerne. So, die nehmen. Kann ich noch ein Dickerchen hier irgendwo rumlaufen? Da, 2 Stück sogar noch. Uff, sind sie schon. So. Jetzt können wir gleich noch einen Ork herstellen. Wunderbar. Und jetzt können wir angreifen, liebe Freunde. Na endlich. So, der geht schon mal raus. Können wir hier auch raus? Nee, ne? Bin ich sicher. Wir nehmen noch 2 Orks mit. Ne, hier geht das nicht. Okay. So, jetzt sollten wir eigentlich eine große Armee haben. Die zumindest anfänglich mithalten kann. Krötos im Kampf zu stellen. Ja, wir kommen ja. Der Böse stellte seine Armee auf und zog in die Schlacht. 500 Gold kostet das nochmal zu erhöhen. Mache ich aber. Einmal noch. Und hoffe, dass es dann sinnig ist. Genau. Baut doch mal hier ab. Ist doch direkt in der Schatzkammer. Was macht denn ihr da eigentlich? Viel klüger da abzubauen. Geht irgendwie 1000-mal schneller. So, hier unten können wir auch verteidigen. Das sieht schon mal gut aus.
Er lernt den Zauber panischer Rückzug. Mhm. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Eigentlich habe ich den aber schon mal erlernt. Ach, ich weiß es auch nicht. Hast du Zeit? Du auch? Dann helf mal mit hier unten. Da kommen Gegner, Leute. Jetzt holt euch kein Geld. Sie holen sich Geld. Nee, doch nicht. Okay. Glück gehabt. Mein Gott. So. Also ursprünglich. Ach, die greifen gerade schon an, oder was? Oh, sag mal das doch, dass sie schon angreifen. Zusammen mit seinen Naga-Verbündeten stürmte die Armee des ultimativen Bösen den Naga-Tempel. Der Kampf begann. Bein kaputt. Bein kaputt. Der sieht immun aus, aber es könnte klappen. Das sieht gut aus. Na, also geht doch. Oh. Ach so, Schande. Das war nur sein Schutzschild. Das sieht aber nicht so prickelnd. Ja, Rückzug. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ach scheiße, da ist er wieder immun. Nee, Rückzug, das können wir nicht machen, Leute. Böse hatte einen Zauber erlernt. Damit würde ich die Nagas retten können. Sofort machte es sich daran, dies in die Tat umzusetzen. Ich weiß noch nicht. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ja, von beiden Seiten sogar. Es sind Feinde in eurem Dungeon. So, wir haben viele verloren. Viele, viele haben wir verloren. Ich weiß nicht, wie ich die befreien kann. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Heilen kann ich. Aber es gibt keinen Zauber. Kommen wir denn hier irgendwie hin, hier unten oben? Hier kommen wir doch hin, oder nicht? Verteidigt den Thronsaal! Ja, wir kommen da ja schon. Schaffen die es? Ja, die schaffen's. Okay. Wisst ihr, was ich meine? Ich komme da nicht hin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist denn mit denen los? Die greifen an. Es ist Zahltag. Das kann ich leider gerade nicht. Tut mir leid. Ich komme da unten nicht hin. Mittels Zauber. Also wenn ich den Zauber hier... Oder ich bin einfach blöd. Panischer Rückzug. Bereits erforscht. Wie kann ich den jetzt anwenden, den Zauber? Ich muss ja irgendwie sagen, dass ich den Zauber anwenden möchte hier bei denen. Ach hier, warte mal. Durch das Wirken des Zaubers war alles ist gut. In den Dungeon des ultimativen Bösen gelangt. Ausgezeichnete Arbeit. Halleluja, wirklich. So, jetzt dürft ihr euch auch gerne alle heilen. Ihr dürft, was weiß ich, ihr dürft alles machen. Fallen erforschen. Nicht genügend Gold. Ja, Gold brauche ich allerdings noch. Ich dachte, wir erforschen gerade auch nicht genügend Gold. Die maximalen Bevölkerungspunkte erhöhen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Aber das hat irgendwie beim letzten Mal nicht geklappt. Kann das sein? Es sind Feinde in unserem Dungeon. Kein Problem.
Die werden jetzt gleich eh wieder zusammengetrommelt hier unten. Und dann schauen wir mal. Also das bedeutet, wir haben 7 Nagas, wir haben 5... Wir haben gar keine Trolle, die uns gehören. Was? Wieso nicht? Wir haben keine Trolle in unserem Besitz, obwohl wir die hergestellt haben. Das macht irgendwie keinen Sinn. Verteidigt den Thronsaal! Ich möchte erforschen, gib mal her. F. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Schauen wir mal. Lass uns einfach ein bisschen Zeit hier mit dieser Kampagne. Das ultimative Böse langweilt sich, glaube ich, oder? Sieht so aus. Okay, und er hier. Kann keine Falle, weil es zu viel... Jetzt kann ich die erforschen, oder? Ja, jetzt konnte ich auch die Falle erforschen. Sehr schön. Ach, kann man das nicht größer machen? Das Gebiet kann man doch größer machen, oder? Kann man, ja. Kostet aber auch Geld. Egal, so ein bisschen größer mache ich es jetzt mal. Zahltagen, wir haben kein Geld. Oh, das ist bitter. Zaubersprüche. Ah, jetzt haben wir 25. Platz für 25. Sehr gut. Ja, super. Dann können wir ja eigentlich mal... Den Goblin brauchen wir nicht. Naga haben wir kein Gold für. Genauso wenig wie für einen Ork. Ich glaube... Ich werde noch einen Ork anheuern. Das sind Feinde in eurem ist mir lieber. Und dann können wir jetzt gleich nochmal gemeinsam angreifen. So, und Fallen können wir jetzt auch bauen, glaube ich. Hat er das schon erforscht? Die gibt es. Super, die Fallen gibt es. Alles klar, dann würde ich sagen, bauen wir die auch mal. So. Und zwar einmal hierhin. Und einmal dorthin. Wenn das klappt, wenn die da noch vorbeikommen. Ich glaube aber schon, ne? So. Dann haben wir genug Geld für einen Ork. Da können wir eigentlich noch einen Schnodderling anheuern, der auch noch Gold abbaut, ne? Ja, mach mal, komm. Haben wir alle Bevölkerungspunkte besetzt. Und er hier, der Schnar, der guckt, dass er mal hier die Kisten hingebaut kriegt. Das finde ich gut. Wie viele Kisten stellt er denn gerade her? Macht er überhaupt noch Kisten? Der macht Kisten, ja, wunderbar, okay. Das heißt, wir können eigentlich eine super Verteidigung aufbauen, weil ich bisher natürlich nicht gemacht habe. Einfach, ja, weil ich das nicht wollte. So. Ach, hier wurden wir auch schon wieder angegriffen. Alles klar. Gut. So, und dann sind wir eigentlich komplett, finde ich. Den hier mitnehmen, den hier mitnehmen. Eine von denen nehmen wir mit. Ihn nehmen wir mit. Sie nehmen wir mit. Ihn hier. Ihn hier. Und das müsste erstmal reichen, ne? Halt, hier haben wir noch einen. Zack. Und raus mit euch. Na? Das müsste eigentlich reichen. Wenn wir jetzt zu den anderen dreien hier noch hingehen, ja, komm. Das reicht locker. Wir müssen uns ja auch noch unten verteidigen ein bisschen. Heieiei, da haben wir aber jetzt uns ein bisschen Zeit gelassen. Von daher machen wir auf jeden Fall auch Überlänge in dieser Folge, damit wir die jetzt hoffentlich noch besiegt bekommen. Hier oben. Der ist ja schon ein bisschen angehittet. Heilt sich zum Glück nicht.
Aber wir müssen natürlich auch erstmal das Schild kaputt machen. Ich hoffe, die Nagas hier gleich nochmal angreifen, das wäre super. Das wäre schon nicht so ganz unwichtig. Da kommt ihr da oben. Ihr seid echt lahm, wisst ihr das? So richtig lahm. So, die beiden stellen sich natürlich ein bisschen weiter hinten auf. Die kriegen wir nicht mit. Die auch. So, und jetzt alle zusammen. Da, die greifen gerade an. Wunderbar. Können wir die auch nehmen? Nee, kann man nicht nehmen. Aber gut, dass die gerade angreifen. Los, drauf da! Haut sie kaputt! Vielleicht müssen wir erstmal die hier kaputt machen, ne? Sind in eurem Jawohl. Und jetzt. Jetzt ist er kaputt. Das schafft er nicht. Nein, warum? Greift sie an. Macht sie alle kaputt. Ich möchte gerne den Blitzschlag einsetzen. Wieso geht das nicht? Jetzt, jawohl. Und? Ah. Einen Banner kann ich hier setzen. Habe ich eigentlich gemacht, dachte ich. Habe ich doch nicht. Mist, da ist einer gestorben von unseren Kreaturen. Aber ich glaube, es sind so viele, dass wir das echt locker hinkriegen jetzt hier. Ach nö, wieso geht denn der da drauf? Mann. Das darf er doch nicht machen. Nein, da sind schon wieder Kreaturen. Ah, ah. Das kriegen wir hin. Na endlich. Der war ja gar nicht so leicht zu besiegen, aber wenn auch ein paar andere Startschwierigkeiten. So. Und das sollte doch klappen, oder? Nein, das klappt nicht. Das gibt's doch nicht. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Boah, das war aber knapp. Der hat gar nichts mehr und wir mussten echt nochmal einen Rückzug machen. Das gibt's doch nicht. Wahnsinn. Wo sind die Feinde? Hier unten? Nee, da oben. Oh, auch gut. Der ist fast tot, also von daher. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Da unten auch. Okay, dann können wir hier mal kurz gucken, wie wir Spaß haben mit denen. Und in dieser Zeit müssen wir natürlich leider... Kein Gold verfügbar. Eieiei, ganz bitter. Nochmal ein bisschen was Gold holen. Aber dann sollen wir mit dem nächsten Angriffswelle, die aber wirklich besiegt haben. Das, liebe Freunde, sehen wir aber in der nächsten Folge. Macht's gut. Ich freue mich immer wieder auf euch. Gerne immer wieder einschalten. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.